1.000 € im Monat mit Option nebenbei. Willst du das auch? Wenn das mal nicht der super Clickbait-Titel ist. Also ich habe mittlerweile einiges gelernt von meinen YouTube-Blogger-Kollegen. Aber das Ganze hat einen ernsten Hintergrund. Nämlich bekomme ich im Rahmen des Depot-Updates immer mehr Anfragen bezüglich dem Optionshandel. Das sind dann die klassischen Fragen, welches Buch ich empfehlen würde für den Einstieg, welchen Broker ich empfehlen würde. Und gleich gefolgt die Nummer 3 ist dann, wie man das Ganze auch versteuert, weil die Broker dann nicht wie die normalen Online-Broker, die man so beim von Aktieninvestments kennt, eine Steuerbescheinigung ausstellen. Und das Ganze ja, nimmt schon Anma oder Ausmaße an, die mir ein bisschen unangenehm werden, weil ich möchte keine falsche Erwartungshaltung wecken. Bei mir ist es aber so, und das sieht man auch, dass es mit dem Optionshandel gut klappt. Dieses Jahr, letztes Jahr. Und ich mache eben tatsächlich im Schnitt, also habe ich im letzten Jahr 1.000 € ungefähr gemacht und jetzt dieses Jahr pro Monat im Schnitt sind es knapp 2.000 €. Und das Ganze mit einem extrem überschaubaren Aufwand. Und das ist ja schon mal so an sich nicht schlecht und deshalb kommen dann eben auch die Fragen. Auf der anderen Seite gibt es ja nirgends was geschenkt. Und beim Optionshandel hat auch alles seinen Preis. Und der kann auch teuer sein. Und ich möchte jetzt das Ganze einfach mal ein bisschen aus meiner Sicht beleuchten. Denn die Frage, 1.000 € im Monat mit Option, willst du das auch? Würde wahrscheinlich jetzt erstmal jeder, ja klar, ja klar beantworten. Warum nicht? Wer will nicht 1.000 € im Monat nebenbei machen? Aber wenn man den Preis nicht kennt, dann kann man diese Frage nicht wirklich realistisch beantworten. Und um diesen Preis soll es jetzt einfach gehen. Zuerst aber mal noch mal kurz, wer bin ich überhaupt? Mein Name ist Thorsten Tiet und ich betreibe den Aktienfinder und eigentlich geht es ums langfristige Investieren, aber wie gesagt, diesmal geht es um den Optionshandel, ganz konkret um Aktienoptionen. Ich möchte erst mal zeigen, wie das Interesse oder warum, oder ja, wie der Stand bei mir eigentlich ist mit dem Optionshandel. Hier gibt es ja die Helden der finanziellen Freiheit, das ist auf dem Aktienfinder-Blog zu finden, also hier. Und ich verfolge ja hier einige Finanzblogger, also 43 international. Und da werden die Einnahmen festgehalten, zum einen aus dem Optionshandel und zum anderen natürlich die Dividenden, also die Klassiker. Und der Wachstumswerte.net, das ist mein Blog, wo ich einmal im Monat mein Depot-Update veröffentliche. Da stelle ich also einen Teil meiner echten Investments live. Und hier sieht man dann entsprechend für die Jahre 2018 und den Anfang 2019 dann meine Einnahmen, aufgeteilt in Dividenden- und Optionseinnahmen. Und man sieht, dass diese Optionseinnahmen die Dividendeneinnahmen übersteigen, dass die ebenso wie die Dividendeneinnahmen in der letzten Zeit immer positiv gewesen sind. Und jetzt gerade in den letzten Monaten hier mit über 2.000 €, dann 1.200 € und dann 2.800 € knapp doch schon relativ stark gewesen sind und auch in der Vergangenheit, also im letzten Jahr, schon relativ gut gelaufen sind. Man sieht auch, ich habe da so ein kleines Excel gemacht, das habe ich schon lange gemacht, habe mich aber geschämt zu veröffentlichen. Ich habe das schon ein paar Wochen alt. Hier sieht man auch einfach mal die monatliche Rendite, die ich immer ausweise. Ich muss, glaube ich, nochmal zurückgehen. Hierhin, da gibt es ja Platz Rendite heißt das. Und da gibt es dann auch ein Ranking und da wird einfach dann der Cashflow, den man erzielt, ins Verhältnis gesetzt zum Marktwert. Insofern angegeben wird, nicht jeder Finanzblogger gibt ihn an und je höher, umso besser. Man sieht das Geld-Challenge jetzt hier im März, also letzten Monat, Anfang April haben wir jetzt oder Mitte April, 3,3% Dividenden, also Cash erzeugt hat, außer dem Depot heraus auf den Monat. Das wird dann aufs Jahr gerechnet über 36%, also super, super viel. Aber 1% ist auch nicht schlecht. Und das ist ein extremer Ausreißer nach oben, diese 3%. Hier Glückwunsch an meiner Stelle, Axel, falls du das Video sehen solltest. Hier meine Platzierung seit 2018, also seit 15 Monaten bezüglich der Rendite. Und man sieht, dass ich mit einigen Ausnahmen relativ weit oben mitspiele und zwar ziemlich konstant. Und sowas ist natürlich nur durch den Optionshandel möglich. Und aus diesem Erfolg jetzt in 2018 und momentan auch 2019 noch, erklärt sich dann natürlich, dass andere Leute sich fragen, also Zuschauer sich fragen, ob sie das auch machen können und was man dafür braucht. Jetzt, das war jetzt im Prinzip die tolle Geschichte. Also wenn ich jetzt Seminare verkaufen würde oder so, dann würde ich sagen, hier, das können Sie auch, wenn Sie mein Seminar besuchen. Ich biete aber keine Seminare an.
Deshalb kann ich jetzt noch was anderes einblenden und natürlich nehme ich das Jahr 2017 und da fällt dann was auf, nämlich das hier. Und zwar kann man mit Optionen auch Verluste machen. Und das nicht so knapp. Optionen sind Derivate, das heißt, da gibt es dann so, ich nenne das mal den Hebeleffekt, und wenn Optionen gegen einen laufen, dann kann das ganz schnell richtig teuer werden und das Ganze nimmt man sehr viel intensiver wahr, jedenfalls ging es mir so, als Aktienverluste. Zum einen eben dadurch, dass die Verluste sehr viel schneller entstehen. Also wenn Optionen gegen einen laufen, dann kann man im Prinzip zugucken, und das meine ich jetzt wirklich bildlich, wie sich die Verluste aufbauen. Denn man ist beim Optionshandeln nicht mit einem Broker unterwegs, der so eine Weboberfläche anbietet, die mehr oder weniger statisch ist, wo wenig passiert, sondern man hat da wirklich so ein Realtime-Plattform vor sich, wo es tut und blinkt und man sieht dann wirklich, wie sich die Verluste aufbauen. Und wenn man sowas nicht gewohnt ist, dann kann einen das schon mal fertig machen. Ich hatte da mein kleines Waterloo gehabt, eben hier in 2017 im März, im September, Entschuldigung, als ich da eben ja schiefgelaufen bin mit einem Trade bei Equifax, beziehungsweise mit Optionen auf Equifax, wo ich dann auch gerollt habe, aber wo der Aktienkurs immer weiter gefallen ist und die Optionen, die ich dann wieder neu aufgemacht habe, mit dem tieferen Strike sind auch gegen mich gelaufen und dann hat es schon mehrere Tage für mich Probleme bereitet. Und das ist was man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Die Intensität beim Optionshandel ist eben eine sehr viel größere als bei Aktieninvestments, weil eben das Ganze kurzfristig ist und sehr viel intensiver ist durch diese Derivate, durch diesen Hebel und durch die Plattform, auf der man sich befindet, wo man alles live angezeigt bekommt. Und das heißt, wenn man mit dem Optionshandel anfängt, dann kann man sich schon mal darauf vorbereiten, dass man einige vielleicht nicht schlaflose Nächte haben wird, aber dass es dann um die Nachtruhe irgendwann nicht mehr so gut bestellt sein wird. Also ich garantiere, dass das die Erfahrung jeder gemacht hat. Es gibt beim Optionshandel Regeln, die muss man einhalten, ansonsten fliegt man sowieso auf die Nase bezüglich Money Management, Geldmanagement, Risikomanagement. Es gibt ein Regelwerk, wenn man dann erstmal sich eingearbeitet hat, das ist eine andere Geschichte. Man muss sich beim Optionshandel, da muss man sich wirklich einarbeiten, das heißt, da muss man Zeit investieren, um da quasi in die Startlöcher zu kommen und mit einer halbwegs hohen Erfolgswahrscheinlichkeit auch wirklich auf einer soliden Basis dann wirklich damit loszulegen. Und diese Einarbeitung ist aus meiner Sicht intensiver als bei Aktien. Auch klar, also zum einen ist es anspruchsvoller etwas, der Optionshandel, und zum anderen ist es steht halt mehr auf dem Spiel. Man kann halt in kürzerer Zeit mehr verlieren, als wenn man in, sage ich jetzt mal, 0815 Dividendenaktien investiert. Wenn man dann aber in der Theorie quasi firm ist und man dann sein Regelwerk aufgestellt hat und sagt, jawohl, ich bin jetzt bereit und ich habe verstanden, es gibt das Gesetz der großen Zahl, die Wahrscheinlichkeiten sind auf meiner Seite, alles super toll, dann gibt es irgendwann die Realität und die Realität sieht dann halt im Jahr 2017 für mich, sah die dann halt so aus. Hier dann die Dividendeneinnahmen erstmal, dann fängt man mal so zaghaft an mit dem Optionsverkauf und dann kriegt man gleich eins auf die Fresse. So ist es dann bei mir gewesen im Mai. Dann habe ich hier brav gerollt auf die nächsten Monate dann und dann hat es auch geklappt, dann war ich glücklich, dann gab es wieder ein bisschen Geld und in der ganzen Zeit dann immer irgendwelche Optionstrades gesucht, also immer irgendwelche Aktien, auf die man veroptionieren kann. Und das war halt auch dauerhafter Zeitaufwand. Natürlich jeden Tag ins Depot geguckt, weil war ja auch noch neu und die Faszination und so weiter. Und dann irgendwann gedacht, man hat mit Equifax was ganz Tolles gefunden, wo es viel Prämie gibt. Rollen hat man auch verstanden, wie das funktioniert und dann machen wir das mal. Und dann, wie gesagt, hat es halt überhaupt nicht funktioniert und dann ist halt das passiert, was auch wahrscheinlich jeder kennt, den Optionshandel macht. Innerhalb eines Monats hat man dann ruckzuck die Optionseinnahmen mehrerer Monate vernichtet. Das ist auch so eine Geschichte. Und dann kann man quasi wieder bei Null anfangen oder bei minus Null sogar, je nachdem, wie ja, beschissen es gelaufen ist. Und einige schmeißen dann auch bei solchen Stellen entsprechend dann das Handtuch. Und mit solchen Sachen muss man sich halt dann mit beschäftigen. Und jetzt läuft es bei mir besser, ja.
Das sieht man ja dann hier in den Jahren. Aber ich habe meine Strategie halt mehrfach geändert und mittlerweile mache ich nicht mehr diese Strategie mit dem Gesetz der großen Zahlen. Also ich mache relativ wenig Optionstrades, die sind dann ein bisschen mehr Power dahinter. Da geht es dann halt um höhere Prämien. Und es ist momentan erfolgreich, wie man sieht. Aber irgendwann wird es auch, wie wir das Pendler wieder umschlagen und dann geht es halt auch mal wieder nach unten. Ja? Und dann weiß ich nicht, wie viele Monate dann quasi vernichtet werden. Und das Ganze ist halt, wie gesagt, relativ anspruchsvoll, relativ nervenaufreibend kann es sein. Man muss sich einarbeiten, man muss eine Strategie machen, man muss immer Zeit aufwenden wegen diesem Risikomanagement. Also zum einen mal ist es halt das Money Management, dass man also keine zu großen Positionen eingeht. Das heißt, wenn dann mal was gegen einen läuft hier, dass es dann nicht das ganze Konto zerrupfen soll, weil man eine zu große Position eingegangen ist. Und dann ist es natürlich das Risikomanagement. Das heißt, dass die ganzen Optionen, wenn jetzt hier noch was offen ist, naja, eigentlich jetzt hier beim April, wenn da noch was offen ist und man sich nicht ausüben lassen möchte, dann muss man im Verlustfall die Notbremse ziehen. Und hierfür muss man halt regelmäßig ins Depot gucken, damit man dann eben die Notbremse ziehen kann. Wenn man das nicht tut und schaut dann irgendwann 2 Euro später wieder rein und oh, ich habe ja die Option, hat jetzt 1000% Miese, das ist aber Pech, ja. Und hier fangen dann ja eben die Probleme auch an in der Praxis. Man hat sein Regelwerk gemacht, man sagt, dass man zum Beispiel bei 200% Verlust die Position schließt, damit es nicht noch schlimmer wird. Und dann sieht man eben, wie die Option quasi sich nähert, den 200% Verlust. Und dann fragt man sich plötzlich, soll ich die jetzt echt schließen oder soll ich es noch ein bisschen laufen lassen? Ich glaube, das dreht bald. Ha, wir lassen es mal noch ein bisschen laufen, das dreht bestimmt bald. Und dann ist man bei 200, 220, 250% Verlust und sagt, ah, war blöd, hätte ich geschlossen. Hätte ich jetzt nicht so viel Verlust. Aber ja, vielleicht dreht es ja doch noch. Und das sind dann halt die ganzen Sachen. Und dann ist irgendwann Börsenschluss und dann ist so eine Position halt offen oder mehrere und dann liegt man halt im Bett und überlegt sich, ob man am nächsten Morgen schließen soll oder doch noch weiterlaufen lassen soll, die Position. Und das sind halt so Geschichten, die muss man halt abkönnen. Und man braucht halt dann verdammt viel Disziplin im Optionshandel, damit man, wenn man um solche Gedanken und solche schlaflosen Nächte rumkommen möchte, Disziplin, dass man halt wirklich sein Regelwerk umsetzt. Und dass man halt auch, wie gesagt, die Reißleine zieht, wenn man dann halt Verluste hat und dann ist halt vielleicht einmal eine Monatseinnahme weg, vielleicht auch 2 Monatseinnahmen weg. Dann ist halt Pech, ist dann halt so. Und es ist halt Optionshandel. Und vielleicht nochmal zu meiner Strategie. Man sieht ja meine kompletten. Hier ist übrigens mein Optionsregelwerk. Und hier habe ich auch nochmal reingeschrieben: Unterschied zwischen Dividenden und Optionen, Lernaufwand, Zeitaufwand und so weiter. Das kann man sich mal durchlesen. Ich werde versuchen, das zu verlinken, wenn ich mir es merken kann. Und dann hier auch meine Option. Und da sieht man im Prinzip auch das Learning, was ich gemacht habe. Wenn man es als Learning bezeichnen möchte oder neutral als einfach Strategiewechsel. Wenn man dann die ersten Optionen sich anguckt, dann sieht man, dass das viel Kleinvieh auch ist hier mit Prämien hier von 50 oder unter 50 Euro, 30 Euro. Also das ist im Prinzip ja ein Witz, ja. Also solche Sachen würde ich heute gar nicht mehr machen wollen. Weil man sich immer dann irgendwelche neuen Underlyings-Aktien sucht, die man dann veroptionieren kann. Da muss man immer hier durch die Gegend suchen. Das ist ja auch Zeitaufwand. Ab und zu findet man nichts, dann hat man umsonst gesucht. Und das ist jetzt also nicht mehr das, wie ich das mache. Also momentan, hier sieht man dann auch die Prämien, dass die größer geworden sind. Und man sieht im Prinzip, dass meine Aktien sich oft wiederholen. Und was bei mir auch noch wichtig ist, da gehe ich mir jetzt mal hier rüber. Ins Jahr 2018 auch. Ich tue nicht auf Biegen und Brechen veroptionieren. Also wenn ich nichts finde oder wenn ich meine, dass zum Beispiel die Aktienmärkte heiß gelaufen sind, dann schreibe ich beispielsweise auch keine Short Puts mehr. Und das hat mich auch gerettet wann war es? Ich glaube im Dezember, Januar 2018. Hier genau, Option 0. Als dann der Vola-Crash gekommen ist. Und die Optionshändler, muss man so sagen, reihenweise auf die Schnauze gefallen sind. Das war ja auch so eine Geschichte. Im 2017, da gab es so einen Optionshype, auch in der Finanzblogger-Szene. Und da haben alle gesagt, ja, Optionshandel, so toll.
Da kann man so Free Lunch, da kriegt man Prämien und wenn man Short Put macht, schreibt man einfach Prämien auf irgendwelche Aktien, die man sowieso kaufen wollte. Dann kann man nur gewinnen, weil entweder die Option verfällt, man hat die Prämie kassiert, oder die Option geht ins Geld, dann kriegt man die Aktie billiger, als man zu dem Zeitpunkt, als man die Option geschrieben hat. Prämie kann man auch noch kassieren. Ja, das ist ja alles schon richtig, ja. Aber dass man dann quasi mit Buchverlusten einsteigt, weil man zu dem Zeitpunkt die Aktie billiger bekommen hätte und diese ganzen anderen Geschichten, die damit noch verbunden sind und dass viele Optionen eben auch geschrieben werden mit der Absicht, sich nicht ausüben zu lassen und dass man die dann eben mit horrenden Verlusten teilweise schließen muss. Diese Aspekte, die hat man dann vergessen und als dann eben der Wohler-Crash gekommen ist und man halt gesehen hat, dass es doch kein Free Lunch gibt und dann hat sich das Ganze dann ein bisschen ja relativiert, nivelliert, wie auch immer und dann wurde die rosarote Brille abgesetzt und jetzt ist bei den meisten Finanzblockern der Zug entweder schon weitergefahren und machen die jetzt Forex oder was weiß ich und dann man ist eben ein bisschen kleinlauter geworden. Und wie gesagt, ich mache das auch nicht so, diese 0815-Strategie, wie das eigentlich auf Seminaren beigebracht wird. Sicherlich nicht zu Unrecht mit dem Gesetz der großen Zahl. Ich mache auch eine andere Geschichte. Und bei mir klappt es momentan, aber irgendwann bin ich mir sicher, werde auch ich wieder ins Straucheln kommen. Nur ich hoffe halt, dass ich, weil ich schon eben schon ein bisschen Erfahrung jetzt sammeln konnte, dass ich dann nicht ganz so schlimm fallen werde. Und ja. Ich wollte es einfach mal sagen, weil mir einfach aufgefallen ist, dass viele Leute eben jetzt mich anfragen wegen dem Optionshandel. Und ich würde einfach mal hier die rosarote Brille, falls die so hier über solche Zahlen da unbeabsichtigt von meiner Seite aus rüberkommen sollte, wollte ich die gerade mal wieder abnehmen. Will aber auch niemanden abschrecken mit dem Optionshandel zu Beginn, wenn es ein Hobby sein soll und Optionshandel ist ein Hobby wegen des regelmäßigen Zeitaufwands. Dann kann man natürlich gerne mit anfangen. Und ich werde, wie gesagt, unten noch die Links reinmachen und man kann mich dann ja auch nochmal fragen in irgendwelchen Kommentaren. Aber ja, einfach fragen. Jetzt klingelt es gerade. Ich denke, habe ich jetzt auch genug gesagt. Dann so oder so, viel Erfolg beim Investieren und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.